Hi Frank Tausch hier, Filmkritik TV. Diesmal geht es um die 83. Oscarverleihung, die gestern in Hollywood stattgefunden hat. Eigentlich hatte ich jetzt nicht unmittelbar geplant, etwas dazu zu machen, aber ich habe so unglaublich viele Kanalkommentare von euch erhalten, persönliche Nachrichten, Kommentare unter Videos, Tweets auf Twitter, ob ich denn irgendwas dazu machen könnte. Gut, dann mache ich das jetzt schnell. Heute ist der Montag nach den Oscarverleihungen, wahnsinnig stressiger, voller Tag, und insofern werde ich jetzt einfach nur hier schnell ein paar Minuten meine Gedanken mit euch teilen. Werde das einfach mal so in die Tüte blasen hier. Ja, das wird alles ein bisschen verwackelt werden, weil ich logischerweise meine Kamera in der Hand habe. Und das ist mal ruhig und mal halt eben dann nicht so ruhig. Außerdem habt ihr immer wieder gefragt, wie es denn aussieht, wenn ich aus meinem Fenster sehe. Das seht ihr jetzt im Hintergrund. Mein Fenster ist praktisch jetzt hinter euch. Ihr seid mein Fenster und da gucke ich halt immer raus, sehe Flugzeuge, Weltuntergänge und weiß ich noch irgendwas. Das hier, weiß nicht, ob es inzwischen schon zu dunkel ist oder ob sich das überhaupt noch lohnt. Okay. Rödel, rödel, rödel. Außerdem ganz toll, in den vergangenen Tagen, wo sind jetzt die Berge? Eigentlich müssen da doch Berge sein, wieso sehe ich keine Berge? Ich hoffe, ihr seht die, ich kann jetzt durch mein Suchfenster hier nicht sehen. In den vergangenen Tagen hat es gegen meinen lautstarken Protest etwas geregnet in L.A. Und wenn es im Januar oder Februar in den Wintermonaten regnet, kommt das meistens als Schnee in den Bergen runter. Nicht in Los Angeles selbst, hier gibt es überhaupt keinen Schnee, höchstens vielleicht im Schlafzimmer von Charlie Sheen, aber das ist eine andere Geschichte. Daher seht ihr jetzt mal ein paar schneebedeckte Berge dort, das wird nur ein, zwei Tage dauern, dann ist das Ganze wieder weggetaut durch die Wärme. Egal, das also jetzt, wie gesagt, mein Blick aus dem Fenster, wenn ihr hört, dass ich irgendetwas während meiner Aufnahmen sehe, okay? Ich weiß nicht, wer von euch mich gestern oder in der vergangenen Nacht auf Twitter begleitet hat, als ich während der Oscarverleihung meine Kommentare zu der Oscarverleihung abgegeben habe. Die, die dabei waren, vielen, vielen Dank. Danke für all eure Antworten und Kommentare auch. Hat mich riesig gefreut dazu. Na Mensch, das war ja eine Veranstaltung, sage ich euch. Ich glaube, dass die 83. Oscarverleihung auf jeden Fall als die schlechteste Oscarverleihung in der Geschichte Hollywoods eingeht. Ich gucke die Oscars sicherlich seit ich, weiß ich jetzt, 12 Jahre alt bin jedes Jahr und ich kann mich nicht daran erinnern, dass es jemals so schlecht war. Man hatte ja extra versucht, ein bisschen zusätzliche junge Zuschauer zu kriegen durch das Moderatoren-Duo James Franco und Anne Hathaway. Übrigens kamen heute die Zuschauerzahlen raus, die vorläufigen Zuschauerzahlen. 7% Zuschauerverlust. Ich glaube, dass Anne Hathaway und James Franco ohnehin nicht nochmal gebeten werden, das Ganze zu machen, denn das war so grauenvoll. James Franco ist ja ein guter Schauspieler und macht ja seinen Job diesbezüglich super gut, aber als Moderator sollte er sich, glaube ich, nicht versuchen. Anne Hathaway hat gemacht, was sie konnte und ist ja auch ganz charmant und hat ja auch früher als Kind und Teenager schon bei Nickelodeon im US-Fernsehen moderiert und hatte ja auch etwas Erfahrung und hat, wie gesagt, das Beste gemacht, was sie machen konnte, aber es war immer noch alles ein bisschen auch in Richtung Jugend forscht. So sehr, dass ich irgendwie nach schon einer halben, dreiviertel Stunde dachte, ich müsste mir Espresso intravenös verabreichen lassen, weil ich kurz davor war einzuschlafen. Es gab nur ein oder vielleicht zwei Höhepunkte. Der erste Höhepunkt der Veranstaltung war definitiv der Auftritt von Hollywood-Legende Kirk Douglas, der 94 Jahre alt ist und zahlreiche Schlaganfälle und was ich was hinter sich hat. Der absolute Höhepunkt, der hat total den Teleprompter links liegen lassen und hat angefangen, nicht nur mit Anne Hathaway zu flirten, indem er gefragt hat, wo sie denn gewesen sei, als er noch Filme gemacht hat, sondern auch mit Melissa Leo, der er den Oscar als beste Nebendarstellerin überreicht hat. Etwas, was übrigens Christoph Waltz hätte machen sollen, der sich hier leider nicht erblicken lassen, aus welchen Gründen auch immer. Kleiner Fauxpas, finde ich, auch wenn er anderweitig dreht, ist halt Tradition, dass der beste Schauspieler oder die beste Schauspielerin oder beste Nebendarsteller oder beste Nebendarstellerin im Folgejahr den Preis an die Kollegen im anderen Geschlecht sozusagen übergibt. Ich hoffe, das hat jetzt Sinn gemacht, ihr wisst schon, was ich meine. Der männliche Gewinner des vergangenen Jahres übergibt an den weiblichen Gewinner des Folgejahres. Wie gesagt, er war nicht dabei, Monique war nicht dabei, ist eigentlich schon irgendwie ein Unding, weil das ist eine Tradition, das wird immer so gemacht, egal ob Leute Drehtermine haben oder sonst etwas. Das wird ja auch lang im Voraus geplant, das wusste auch Herr Waltz seit einem Jahr, dass er das eigentlich in diesem Jahr hätte machen sollen. Egal, dadurch hatte Kirk Douglas den einen Höhepunkt des Abends. Der war so gut, dass ich vor
vorschlagen würde, den Mann nächstes Jahr die Oscars moderieren zu lassen. War echt klasse. Der zweite kleine Höhepunkt war nach 2 Stunden als Ex-Oscar-Moderator Billy Crystal erschienen und einen kleinen Monolog über Hollywood und Film gehalten hat. Die Leute haben sich so gefreut, dass endlich ein Erwachsener sozusagen auf die Bühne kam oder jemand, der wirklich weiß, was er da macht, haben ihm Standing Ovations gegeben und einen wahnsinnig langen Applaus. Die Nummer war dann aber nicht so doll, aber trotzdem hat sich jeder gefreut, den Mann zu sehen. Was die Oscars selbst betrifft, in meinem Video zur Analyse der Oscar-Nominierungen, das ich vor einem Monat hochgeladen habe, lag ich mit meiner mit meinen Tipps, wer denn einen Oscar erhält, zu 99% richtig. Den einzigen Oscar, den ich nicht richtig getippt hatte, war der für den besten fremdsprachigen Film, der nicht an, wie ich dachte, Beautiful, sondern an Dänemark ging. Den Namen des Films im Moment gerade vergessen. Ich glaube, den hat auch kaum jemand gesehen. Und der einzige Grund, warum Dänemark den Oscar als bester fremdsprachiger Film erhalten hat, ist, weil die Mitglieder der Akademie in dieser Sparte kaum irgendwelche Filme gesehen haben, was ohnehin auch ein Skandal ist. Ich finde schon, den hätte auf jeden Fall Beautiful verdient. Die anderen Preise, sicherlich King's Speech, bester Film, schon nicht unverdient, ist ein großartiger Film, dem ich in meiner Sendung auch ein A gegeben habe, als ich meine Kritik zu dem Film gemacht habe. Beste Regie, Tom Hooper, ebenfalls The King's Speech. Ich muss schon sagen, ist ein guter Film, ich sage noch einmal, ist ein guter Film, den ich auch sehr, sehr mag, wie du auch in meiner Sendung zu The King's Speech ganz klar erkennen kannst. Aber wollen wir doch mal ganz ehrlich sein, in einem Jahr oder in 5 Jahren, ach was, in 10 Jahren, ach in 20 Jahren oder in 25 Jahren, wenn Leute über das Kinojahr 2011 nachdenken, glaubst du, sie werden in erster Linie an The King's Speech, ein großartiger Film, aber glaubst du wirklich, sie werden in erster Linie an The King's Speech denken oder an Inception? Ich glaube, die Frage erklärt sich von allein. Dann haben wir als beste Nebendarstellerin Melissa Leo für The Fighter, die spektakulär war und absolut auch mein absoluter Wunsch in der Kategorie war. The Fighter ist ein großartiger Film, den ich bisher 3-mal gesehen habe, das 3. Mal übrigens die Nacht vor der Oscar-Verleihung, vorgestern Abend. So toller Film, über den ich bisher nur noch keine Kritik gemacht habe, weil es noch kein deutsches Material gibt. Lieber Verleih, bitte mal langsam damit anrücken, denn ich hätte das ganz schon im November gemacht, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Spektakulärer Film. Dann haben wir bester Nebendarsteller Christian Bale, ebenfalls für The Fighter, der Mann, der nun weiß Gott nicht sehr viele Freunde in Hollywood hat, aber ein super Schauspieler ist. Und was der in The Fighter gemacht hat, war so grandios, dass ich sagen muss, es war die beste Arbeit eines Schauspielers der vergangenen mindestens 2 Jahre, an die ich mich erinnern kann. Absolut klasse, phänomenal und ebenso sehr, sehr wohlverdient und auch eigentlich ja erwartet. Hailee Steinfeld war ja in der Kategorie Beste Nebendarstellerin ebenfalls nominiert. Viele hatten ja eventuell noch gedacht oder gehofft oder getippt, dass sie einen Oscar erhalten wird. Die ist, was ich jetzt, 14, 15 Jahre alt. Die hat ihre ganze Karriere noch vor sich. Da wird sicherlich noch einiges von ihr zu sehen sein. Allerdings nichts mehr in diesem Jahr. Sie hat nach True Grit noch keinen neuen Film gemacht. Wird auch, also dementsprechend kein Film von ihr in 2011 rauskommen. Die will sich jetzt erstmal um ihre Schule kümmern. Aber so wie die aussieht, wie die spricht, wie die spielt, die wird eine Riesenkarriere vor sich haben, wenn sie dann irgendwann mal wieder einen Film macht. Dann haben wir die beiden wichtigsten Kategorien, bester Schauspieler oder zwei der allerwichtigsten Kategorien, bester Schauspieler und beste Schauspielerin, Colin Firth für The King's Speech, Natalie Portman für Black Swan, beides sehr verdient, denn Colin Firth hatte eigentlich schon wirklich letztes Jahr für A Single Man war nominiert, hätte auch schon locker was kriegen können, finde ich. Also ich freue mich wahnsinnig, dass er den Preis dieses Jahr erhalten hat, weil er ihn sowohl letztes Jahr als auch insbesondere dieses Jahr sehr verdient hat. Ebenso Natalie Portman. Beide, Portman und Firth, sind zwei der großartigsten Schauspieler oder Schauspielerinnen unserer Zeit und da hat es wirklich auch die richtigen getroffen. Lass mich deine Gedanken zu der Oscar-Verleihung wissen. Hast du diese furchtbar lahme, schlechte Oscar-Verleihung gesehen? Der Showteil war mal so schlecht, dass ich dachte, ich glaub's alles nicht. Hast du sie gesehen oder warst du auf Twitter mit mir live dabei? Lass mich das bitte wissen, wie dir die Oscar-Verleihung selbst gefiel. Bist du zufrieden mit denen, die die Oscars erhalten haben, mehr oder weniger? Was wäre dein Tipp gewesen? Lass mich all das bitte wissen. Wie immer natürlich viel Spaß im Kino. Für heute tschüss aus Hollywood.